Ende Dezember 1999. Das weltgrößte, von Propellerturbinen angetriebene Langstreckentransportflugzeug rollt in Gostomel nahe Kiew an den Start. Ziel der Antonov 22, das Technikmuseum in Speyer. Unter dem Donner von 60.000 PS nehmen die Piloten der An-22 Kurs auf die extrem kurze Landebahn des kleinen Regionalflughafens. Zweimal drücken sie den 120-Tonnen-Giganten im Tiefflug über den Platz. Dann ist alles im grünen Bereich. Höhe, Geschwindigkeit und Anflugwinkel stimmen. Der Höhenmesser purzelt nach unten. Aufatmen. Der Titan kommt überraschend bereits nach 800 Metern zum Stehen. Und sie verlieren keine Zeit. Mit drei Schwerlastzugmaschinen wird die Antonov noch vor Einbruch der Dunkelheit über eine Spezialrampe auf das angrenzende Museumsgelände geschleppt. Die Antonov 22 setzte 1965 neue Maßstäbe im Bau von Großraumflugzeugen. Ihr riesiger Frachtraum sorgt für Herzklopfen. In ihm könnte man sogar Volleyball spielen.